Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Im letzten Part haben wir Pflanze 42 besiegt. Diese zwiebelartige Pflanze. Die haben wir im letzten Part besiegt und ziemlich geil. Ich habe versucht auch diese Tür hier zu öffnen, aber irgendwie krieg's nicht auf. Ich wollte mich erkundigen, hab's aber vergessen. Ich bin zu faul. Ist egal. Vielleicht werde ich irgendwann nochmal da hingehen, zurückgehen und versuchen zu öffnen. Ansonsten halt Pech, dann bleibt die Tür halt zu. Ist eigentlich auch nicht so dramatisch. So denke ich mal zumindest. Ja, egal, dann gehen wir erstmal zurück. Wir sind sonst soweit mit diesem Haus hier fertig, mit dieser Residenz. Wir können eigentlich wieder zurück zur Hauptvilla. Deswegen würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal direkt dorthin. Wesker. Jill. So you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Der gute Albert Wesker. Oh mein Gott, der gute Albert Wesker. Ja, den haben wir auch mal wieder getroffen. Ja, geil. Wesker. Der gute Wesker. Ja. Mit seiner Sonnenbrille natürlich in der Nacht. Was war das? Achso, das waren diese Insekten, die Wesker abgeschossen hat. Diese Insekten, wahrscheinlich diese Wespen, Bienen oder was das auch immer sein soll. Guck mal, die kann man schon voll zermatschen. Glaube ich. Ja, hier. Komm nochmal. Irgendwie geht das gar nicht mehr. Wie ekelhaft. Ach ja, Leute. Wie gut das ist, dass wir einfach nicht die einzige Überlebende hier sind. Sondern Wesker auch noch hier zu sehen ist. Jetzt müssten wir nur noch Chris finden. Okay, wir sind so oder so nicht die einzige Überlebende hier. Ich meine, es gibt immer noch Barry, ne? Barry gibt's ja auch noch. Ich sollte mal eben ein bisschen Sachen einräumen in die Kiste. Aber wie gut, dass Wesker auch noch lebt. Das ist doch mal sehr toll. Ach ja. Wenn Jill nur wüsste, was sie am Ende erwartet. Wenn sie das nur wüsste. Aber das weiß man am Anfang ja nicht, ne? Man weiß ja nicht, dass Wesker nicht gerade der vertrauenswürdigste ist, den man hier finden kann. Also, ne? Also, es gibt schon so Leute, die kann man mehr vertrauen als Wesker. Kann man schon so sagen, ne? Ich bin gerade am überlegen, ob ich das kurz mal mitnehmen soll. Ja, ich nehme das einfach mal mit. Doch, ich nehme das mit. Da gehen wir einmal nämlich da zu diesem Friedhof da zurück. Das ein bisschen aussah wie ein Friedhof. Wo wir auf dem Weg waren zum Haus, zu dieser Hütte im Wald. Wo wir
das Monster in Ketten gesehen haben. Leute, die meisten Leute werden es kennen. Es ist kein großes Geheimnis. Lisa Trevor. Oh mein Gott, ich hab gespoilert. Aber das Spiel sollte eigentlich mittlerweile fast jeder kennen. Zumindest fast jeder, der Resident Evil überhaupt kennt. Ich kann doch nicht immer Rücksicht nehmen. This is Brad, come in, Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. Answer me. Somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad! Shit. It's broken. Ja, Jill, das fällt dir ja deutlich früh ein, ne? Das hast du in ein paar Parts davor hast du auch gesagt, das ist kaputt. Und jetzt fällt dir nochmal ein. Oh, scheiße, das ist hier kaputt. Och Gott. Wie scheiße. Ja, das ist schon wirklich scheiße, wenn man hier in so einem zombie-verseuchten Ort gefangen ist und man einfach nicht hier rauskommt. Oh shit. Hi. Haha. Bams. Bams. Und Bams und Bams. Boah, Bams und Bams. Oh, scheiße. Oh, shit. Haust du ab. Und Bams. Die Zombiehunde sind im Arsch. Die sind am Arsch. Aber sowas von. Die sind tot. Die sind tot. Zombiehunde sind tot. Die Zombiehunde sind tot und hier ist, was ist das? Die Batterie wurde entnommen. Ja, schade, dass sie entnommen wurde. Also können wir hier, denke ich mal, nicht weiter. Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Ein durchsichtiges Wesen, ich sehe davon gar nichts. Ich sehe nur Wasser. Und da ist eine Bank, ist da irgendetwas Schönes? Nee, da ist gar nichts. Ja, sonst gibt es hier erstmal gar nichts weiter zu machen oder zu holen. Uns bleibt jetzt nur einfach erstmal die Möglichkeit, wieder zurück zur Villa zu gehen. Die Rahmen sind Gott sei Dank hier in diesem Bereich wieder weg. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ach ja, Leute. Was mir so auffällt, es gibt ja so... Also was Wesker betrifft, also, scheiße, bin ich vergiftet? Kann ich gleich gucken, aber ich bin 100 pro vergiftet. Ja, ich bin vergiftet, 100 pro. 100 pro bin ich jetzt vergiftet. Ja, ich bin vergiftet, also sollte ich das mal eben einsetzen. Jetzt bin ich wieder auf okay. Sehr schön. Also die meisten sollten die Geschichte mit Albert Wesker kennen. Albert Wesker ist ja der Oberbösewicht schlechthin der Resident Evil Reihe. Also der bekannteste Bösewicht von 1 bis 5. Die anderen Bösewichte, die danach kommen, sind alles einfach mega, mega große Luschen. Meiner Meinung nach. Also an Wesker kommt da einfach keiner ran, in meinen Augen. Wesker hat einfach so viel erreicht in dieser Resident Evil-Reihe. Der hat so viel erreicht, der hat so viel Böses getan, dass er... Ja, den kann einfach keiner so leicht toppen. Nee. Was ist das? Batteriepack. Das ist sehr schön, dass wir sowas wieder bekommen. Granaten. Oh, wir werden hier voll aufgefrischt mit Munition. Ey, das ist etwas, das ich sehr, sehr gerne mag. Eine Erste-Hilfe-Spray kann ich später vielleicht benutzen. Nein, ich wollte nicht die Tür raus. Ich wollte woanders lang. Och, bin ich doof.
Bin ich doof oder bin ich doof? Ich weiß es nicht. Vielleicht beides. Ergibt Sinn, ne? Oder gibt es keinen Sinn? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So, schütze dich damit vor den kugelfesten Dingen in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Barry. Ah. Welche dämliche Tür? Doch, ich weiß, welche dämliche Tür. Die Tür, die man in der Hauptvilla nur für eine begrenzte Zeit öffnen kann. Die meinte er, 100 Pro. Also das heißt, ich glaube, das heißt jetzt, dass wir halt jetzt immer durch diese Tür gehen können. Also wirklich immer. Also die geht dann nicht mehr kaputt. Das war bei Chris nämlich genauso. Da hat Wesker sie repariert. Richtig geil. Was ich sagen wollte, ja, was Arbeit Wesker betrifft, so, es gibt immer noch, glaube ich, diese Missverständnisse. Also, soweit ich weiß, ist das ein Missverständnis. Viele meinen, Wesker hätte Klone von sich gemacht oder dass er geklont wurde. Und ich höre Zombies. Ich erzähl gleich weiter. Wenn diese Zombies erstmal hier weg sind. Bams! Und Bams! Und Bams! Hau doch ab. Oh, scheiße. Scheiße. Hau doch ab hier. Ich nehme mal die Schrot. Ist vielleicht besser. Steh. Ja, der ist tot. Sehr schön. Der andere ist aber auch tot, aber dafür wird er später zum Crimson Head. Ist scheiße gelaufen. Hätte ich vorher mit dem Schrot machen sollen. Egal, das ist jetzt nicht wichtig. So, hier ist etwas. In dieser Einbuchtung steht geschrieben: Wen der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. An Himmel, yeah. Das verwenden wir doch mal. Aha! Leute, 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 seht es euch an. Schaut es euch an, was da gerade zu finden ist und was ist hier. Ah, ja, da müssen die rein, denke ich mal. Aber ich muss die erstmal entnehmen. Ich muss die erstmal nehmen. Wappen. Ein Mondwappen, den können wir mitnehmen und den anderen Wappen direkt mit. So, wo ich mit Chris gespielt habe, habe ich da irgendwie ewig lange gebraucht, um das zu checken. Ich habe das, was heißt zu checken, ich habe das einfach nur vergessen, dass man das machen muss, um überhaupt damit weiterzukommen. Das habe ich mega vergessen. Zwei hervorstehende Striche sind zu sehen. Genau. Und das hier, genau, der Sternwappen. Es weist ein Sternsymbol auf, ja, sehr schön. Da drücken wir doch auch mal eben drauf. Hey, keine besonderen Merkmale. Wie? Komm. Es gibt einen Schalter. Den betätigen wir. Das Unterteil ist geöffnet. Was heißt geöffnet? Es ist halt ein bisschen höher. Und das können wir dann hier einsetzen. Was? In dieser Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? Bestimmt, aber deswegen verwenden wir das hier schon mal. Ja, ja. Alles eingraviert, schön. Und das verwenden wir auch. Sehr schön, jetzt brauchen wir nur noch das letzte davon. Warum drücke ich immer zweimal? Also ich lese immer wieder diesen Text hier vor. Nee. Sonnensymbol. Den können wir jetzt auch verwenden, aber erstmal müssen wir natürlich diesen Schalter da drücken. Es gibt einen Schalter. Betätigen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Drei hervorstehende Striche sind zu sehen. Sehr schön. Das können wir dann... Oh, bin ich doof. Das können wir dann auch verwenden. Und zum Vorschein kommt die Magnum.
Die Magnum, Leute. Wir haben die Magnum. Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Die Magnum. Wir haben soeben Barrys Waffe geklaut. Magnum Revolver. Auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben eben gerade Barrys Waffe geklaut, ne? Barry hat jetzt keine Magnum mehr. Nein, Spaß. Nein, er hat wohl noch eine Magnum. Wir haben aber noch eine gefunden, die auch so eine ist, wie Barry hat. Herr Barry ist mit seiner Pistole immer gut geschützt. Also, den kann eigentlich so gut wie keiner was anhaben. Außer das Monster in Ketten, das irgendwie von allen Kugeln gefeit ist und irgendwie gar nicht tot geht. Aber sonst, Barry, also der erledigt doch Zombies in Nu. Aber sowas von. Ja, und was ich sagen wollte mit Wesker, Wesker hätte sich geklont oder sowas, oder dass Wesker geklont wurde von der Umbrella Corporation oder von Spencer. Ja, Spencer ist der Gründer von Umbrella. Das ist alles gar nicht der Fall. Wesker wurde nie geklont. Wesker wurde nie geklont. Das wollte ich einfach mal aufklären. Mich regt das seit mehreren Zeiten schon so auf. Keine Ahnung, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Soweit ich weiß, wurde Wesker nicht geklont. Es wurden hauptsächlich Kinder entführt, die den Nachnamen Wesker trugen. Die vor und logischerweise hatte natürlich jedes Kind einen anderen Namen, egal ob Mädchen oder Junge. Und die wurden alle dem Progenitor-Virus-Test diesen Tests unterzogen. Und alle Kinder starben, außer zwei Personen. Albert Wesker und Spoiler für Leute, die es nicht wissen wollen oder noch nicht so weit wissen, die es noch nicht so weit wissen oder es überhaupt nicht wissen wollen, Albert Weskers Schwester Alex Wesker. Nur die zwei haben überlebt und allein schon deswegen kann das einfach nicht stimmen mit den Klonen, weil wenn man einen klont, dann sieht man ja auch genauso aus wie diese Person, ne? Und Albert Weskers Schwester ist eine Frau und sieht ja nicht haargenau so aus wie Wesker, ne? Also von daher ergibt es mit den Klonen überhaupt keinen Sinn. Also ich meine richtig damit zu liegen. Vielleicht jetzt voll viel gespoilert, was der Resident Evil-Reihe angeht, aber mich soll es nicht stören. Ich kenne die ganze Reihe und die meisten werden bestimmt die Reihe auch kennen. Oh Gott, nein. Dieses Vieh habe ich ja beinahe vergessen. Leute, wir machen gerade Bekanntschaft mit den Hunters. Die Hunters sind scheiße und mega stark. Bams! Alter! Zwei Granaten hält dieses blöde Drecksvieh aus. Glaubt's ja nicht. Oh mein Gott. Wo man aber auch sagen muss, ich bin irgendwie ein bisschen froh, dass jetzt die Hunters kommen, anstatt noch mehr Zombies. Dann wären die Zombies wenigstens nicht mehr zum Crimson Head. Also die meisten Zombies sollten eigentlich weg sein. Hoffe ich mal, denke ich mal, glaube ich mal. Bin mir nicht sicher. Ja, geil. Könnten wir jetzt am besten lang? Eine gute Frage. Wir nehmen, glaube ich, vielleicht eine Abkürzung, sofern da kein Hunter ist. Sollte da ein Hunter sein, dann ist es scheißegal. Dann habe ich eh keine Wahl. Hier scheinen aber keine Hunters zu sein. Oder überhaupt ein Hunter. Scheint hier nicht zu sein?
Also kann ich einfach hier durch den Friedhof gehen. Da komme ich direkt zur großen Halle. Und kann direkt anfangen, den Helmschlüssel zu verwenden. Was natürlich sehr, sehr super ist. Oh mein Gott, Leute. Wir sind schon recht weit gekommen, ey. Ohne Witz. Also, ich bin echt stolz darauf. Wir sind jetzt im 15. Part sind wir schon. Wir haben den 15. Part erreicht und ich bin schon so weit. Wenn man mal überlegt, wie weit ich gekommen bin mit Chris, habe ich ja deutlich länger gebraucht. Also man merkt schon, mit Jill ist es definitiv einfacher. Und schneller. Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Und da gehen wir jetzt auch durch. Ein weiterer leerer, stiller Raum. Sehr, sehr still. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag. Kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde, nicht einmal Sir Spencer. Spencer, der Gründer von Umbrella. Gemälde eines Schlosses an der Rückwand der Galerie. An der Rückwand der Galerie. An der Rückwand der Galerie. Muss ich das verstehen? Oder waren wir in diesem Raum schon? Nee, geht ja gar nicht. Da, wo, was der geschrieben hat, da können wir noch gar nicht gewesen sein, weil eben ist so. Darin liegt ein undefinierbares Organ. Es könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen. Na, lecker. Leute, aber ich würde sagen, wir beenden hier diesen Part. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Und im nächsten Part geht es natürlich weiter mit Let's Play Resident Evil. Bis zum nächsten Mal. Ciao!